Also, ich muss euch kurz mal etwas erklären. Ich habe eine Magen-Bypass-Operation machen. Vor 4 Jahren. Weil ich einfach zu dick war. Ich habe mich falsch ernährt. Zucker, Eier, Kohlenhydrate, Rösti, Kroketten, Pommes frites und Fischknusperli habe ich gegessen, sehr gern, und Fischstäbli und Käse habe ich auch sehr gern gehabt. Und das alles hat dazu geführt, dass ich 140 Kilo geworden bin. Ich bin 1,67 Meter. Gell, den 1. Juli hat er... Ja. Und nachher bin ich einfach mal ins Inselspital gegangen, wo ich gehört habe, mit einer Magen-Bypass-Operation können wir das Gewicht senken. Und ich hatte von dem gar keine Ahnung. Und habe dann den Philipp nicht getroffen. Er hat mir gesagt, es gäbe eigentlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Eine Magenschlauchoperation oder eine Magen-Bypass-Operation. Und ich habe vom Ganzen praktisch noch Ahnung. Und habe gedacht, ja, wir können doch den Doktor entscheiden. Und dann kann ich das besser. Und er soll sagen, was besser ist. Und er hat gesagt, die Magen-Bypass-Operation sei besser. Aber wir müssen zuerst noch Vorabklärungen machen. Röntgen. Ein grosses Röntgengerät von allen Seiten her. Magen-Darm-Flüssigkeiten nehmen. Schauen, ob der Magen gut funktioniert. Einen Psychiater musste ich auch noch konsultieren. Und nachher musste ich noch einen Sportkurs machen. Und am Schluss haben sie gesehen, ich soll selber entscheiden, ob ich eine Magen-Bypass-Operation habe oder nicht. Und ich habe natürlich gesagt, ich will eine Magen-Bypass-Operation. Und das ist eigentlich sehr gut verlaufen. Die ersten paar Mal beim Essen habe ich einfach immer noch zu viel essen und ein paar Mal müssen erbrechen. Also ich war mal am Burger King und ich habe einfach eine grosse Portion bestellt, so wie immer. Und habe einfach am Schluss beim Rausgehen noch geschwind über den Tisch kotzen, was natürlich sehr peinlich war. Aber ich bin dort diskret verschwunden. Und Mitarbeiter von Burger King hatten halt Putzarbeiten. Aber das ist nicht oft vorgekommen. Es ist schon ein paar Mal vorgekommen, aber nicht oft. Dass ich einfach zu viel gegessen habe und nachher musste ich kotzen. Inzwischen bin ich 88 Kilo. Und ich arbeite in der Küche. Und in der Küche esse ich halt noch relativ viel, weil es da immer irgendwelche Süßgebäck hat und Fleisch, jeglicher Art, verschiedene Sorten Fleisch gibt es immer. Und es gibt verschiedene Sorten von Gebäck, wo wir noch Bäckerei haben. Da am Tannenhof in Gampelen. Und zwischendurch, wenn es Rostbeef gibt, bin ich natürlich richtig im Zugreifen. Aber ich bin jetzt schon seit 3 Jahren über 88 Kilo. Und ich möchte noch 10 Kilo runtergehen, aber das ist praktisch nicht möglich. Aber ich werde da in Zukunft halt einfach auf Milch verzichten und Kaffee. Auf Kohlenhydrate würde ich verzichten. Vor allem die, die aus der Fritteuse kommen. Die anderen Kohlenhydrate sind ja nicht gefährlich. Und nachher werde ich natürlich Fleisch reduzieren. Mit kein Fett dran. Und Gemüse ohne Butter. Und halt nicht allzu viel zwischendurch essen in der Küche. Und das Süße muss man gerade ganz weglassen. Und der letzte haben wir auch noch Gewohnheit gemacht, dass ich halt ein bisschen Nüsse esse. Nüsse sind sehr gesund. Die haben ungesättigte Fettsäuren. Und ich hoffe, dass ich halt so, ja, im besten Fall 75 Kilo bekomme, das ist gut, dann bin ich zufrieden. Also ich bin immer noch mehr als 10 Kilo zu schwer. Obwohl ich jetzt eine Magen-Bypass-Operation vor etwa 5 Jahren hatte. Und ich hatte keine Komplikationen.
Ich habe einen Magen-Darm-Spiegel gemacht, das ist alles tiptop in der Ordnung. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich in Zukunft noch etwa 15 Kilo habe. Und nachher fühle ich mich wieder wie Vögel wohl. Weil ich ein bisschen Hänger anziehen und das stört mich. Das ist irgendwie. Sport ist es unangenehm, ist eine psychische Belastung. Und es sieht einfach nicht gut aus für die anderen. Auch nicht. Sie machen zum Teil Witz über mich. Und das habe ich nicht so gerne. Aber ich arbeite daran, dass ich in Zukunft einfach die total gesunde Ernährung habe. Und noch 50 Kilo abnehmen und dann bin ich wieder in einer Topform. Von 140 Kilo auf 75 Kilo, aber das wäre für mich wunderbar. Ein Kilo habe ich in der letzten Woche schon wieder zugenommen und bis heute wieder abgenommen. Es tut immer so ein Kilo weit zu und abschwanken. Und ich möchte eben noch 15 Kilo abschwanken, aufhören rauchen, kein Bier mehr trinken, nur noch Cola Zero trinken und ein bisschen Milchkaffee, dass ich bei dem bleibe. Und heute Abend hat es Vogelheuge zum Nachtessen da am Tannenhof. Und ich habe natürlich nichts gegessen, ich habe das lassen. Und ich bin gespannt, was da wird rauskommen. Wenn ich so knapp und spärlich ernähre, ob das Gewicht wirklich noch 75 Kilo runterkommt. Ich bin auch gespannt. Und ich bin gespannt, was ihr meint, ob ich das schaffe. Man könnte auch Wett abschließen, ob ich innerhalb von einem Jahr noch auf 88 auf 75 Kilo runterkomme. Okay, freut mich für euer Feedback und noch einen schönen Abend. Merci. Ein Gruß von Philipp Glanz, wann ist übrigens mein Name. Tschüss.